Machst du unter der Folge auch wieder? Na komm. Hallo und herzlich willkommen zum Play Talk mit Bullshit TV, Dena, nochmal Bullshit TV und mir, dem Izzy. Ja. Der muss einfach jedes Mal sein. Der muss einfach jedes Mal sein. Und wir gehen heute eure Kommentare durch. Ja. Hast du die selbst rausgesucht, Izzy? Oder? Ich habe auch das Gefühl. Also, ja, wir sehen hier schon den ersten Kommentar und da steht: Ich finde Izzy voll sympathisch, er soll weitermachen bei Yplay. Geschrieben von Biene Maya. Oh, ja, zweiter Account oder was? Ja, das ist so. Danke, schön an Biene Maya. 23 Daumen hoch. Wer aber heißt denn Biene Maya? Ich finde Izzy auch voll sympathisch, muss ich sagen. Mhm. Aber das hast riecht aber eben noch was anderes gesagt. Nein, ja? Wirklich. Ich habe ja auch schon deinen neuen Kanal abonniert. Izzy von Izzy. Ich bin jetzt Izzy von Izzy. YouTube.com/Izzy, habe ich auch gehört. Ja. Ich dachte, ich glaub, das ist dein Account. Das ist der neueste Shit. Langsam YouTube-Rekord für die meisten Abos ohne Video, oder? Ja, den stelle ich stimmt, auf. Stimmt. Wir versuchen alle gemeinsam den Guinness-Buch-Eintrag, ne? Mein Kanal, meisten Abos ohne Video. Ja. Super, finde ich, das ist eine klasse Idee. Ja, ich hoffe. Und dann aber noch ein Like auf jeden Fall für... Das dauert immer so lange, bis der ja, fertig gelaufen hat. Ja, machen wir hier das zweite hier. Flo Graal Kap schreibt, macht mal 25 Minuten wie Gronkh. Okay, wie sehen es 25 Minuten aus? Also erstmal dürfen wir, glaube ich, dann gar nicht. Ich glaube, er meint einfach, dass die Videos generell 25 Minuten so lang sein sollen wie bei Gronkh. Wahrscheinlich meint er GTA, oder? Ja, die soll nicht so kurz sein, ja? Sonst machen wir einfach eine ganz lange Endcard hinten dran, bis es 25 Minuten lang ist. Und ein 8-minütiges Intro. Ja, sowieso ist Gronkh viel einfach besser. Das jetzige Intro so verlangsamen, sodass es eine Minute lang ist. Oder wir machen das ganze Video in Slow-Mo einfach. Nein. Ja, das sind ein paar Optionen. Oder wir machen noch länger. 45 oder so. Ja, müssen wir schreiben die bei Gronkh demnächst nochmal 45 wie bei Play. Ja. Gute Idee. Stimmt, ja. Sehr gut. Weiter. Das war der Flo Graal Kravk. Yeah. Joker Lolli. Versucht mal irgendwie das Polizeihauptgebäude zu finden und dort dann mal richtig zu terrorisieren. Wäre echt super geil. Ja. Das ist doch total asozial, oder? Polizeihauptgebäude. Das, auch nicht. Das macht man doch nicht, oder? Nee. Also, aber der Joker hat das geschrieben. Ach so, deswegen. Okay. Joker Lolli. Ja, das erklärt eigentlich. Ja, dann machen wir's. Okay. Dann wird das gemacht. Mhm. Wenn man Joker das schreibt. Spielt mal bei Retroplay GTA 1. Boah. Ja, liegt jetzt natürlich nicht in meiner Hand, ob wir jetzt GTA 1 spielen. Der Ost hat ja schon mal davon geredet, aber kann man mal machen. Geile Idee. Lustig, ja. Ja. Auf jeden Fall. Schön, machen wir. Als Punkt durch die Streets laufen und mit Punkten hast du andere GTA Punkte abschießen. Ja, klar. Echt? Ja, natürlich. Wurde echt noch aus der Vogelperspektive, das sieht wirklich aus wie so ein Pixel, den aber das war wurde immer so Kisten schon, ne? Sind, die durch die Kisten genau. Umfahren mit dem Auto in seiner Waffe. Und mit roten Punkten schießt auch andere. Und bei GTA 2 konntest du, wenn du ganz viele Autos hintereinander stellst und dann über eins drüber springst, konntest du über alle drüber gleiten, so. Weißt du, kannst du 400 Meter weit springen, theoretisch. Okay, hört sich eigentlich ganz lustig an, ne? Ja, können wir mal machen, ne? Ja, bin ich mal gespannt, wie verpixelt das Ganze dann sein wird. Ist sehr verpixelt? Sehr verpixelt. Geil, dann nehmen wir's. Geil, nächster dann. Kommentar von Felix Roll. Ist ja mega scheiße, nur 10 Minuten! Boah, was? Mann, Gronkh macht 25! No, weiß was mal, ist los? Weiß mal, welche Folge das war? War das die, wo ich die, alleine nachspielen musste? Diese 10 Minuten musste? Gerade. Mann. Das war die Folge, die musste ich nachdrehen, sonst ist ja die Folge kaputt gegangen. Ne? Ich wusste ja vorher schon, was passiert. Bock. Und dann ich als Ultraskiller hab das natürlich durchgerockt, wie nichts anderes. Mies, Bruder. Mies. Aber insgesamt waren die 9 Minuten natürlich... Bullshit! Also kein... Ja, nächstes Mal lassen wir uns mehr Zeit. Auch im Strip-Club können wir uns nächstes Mal ein bisschen mehr Zeit lassen. Stimmt. Genießen wir das ein bisschen mehr und so. Ja, das ist richtig. Vielleicht kriegen wir die auch dann irgendwann mal Felix weiter. Felix Roll. Du weißt Bescheid, die Jungs denken. Roll. Bro. Felix Roll. Ist ja krass, schreibt. Reicht es nicht langsam von GTA 5? Ja, reicht es gerade erst angefangen, GTA 5? Oder? Nee. Nee, meinst du, reicht ja, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, da müssen wir die magische Miesmuschel fragen. Reicht auf keinen Fall. Reicht also ich kann auf jeden Fall immer noch GTA 5 spielen bis zum Umfallen. Also ich habe auf jeden Fall den Spaß noch nicht verloren, tatsächlich. Nein. Man kann immer GTA spielen, das kannst du... Stimmt, wie FIFA. FIFA ja, und GTA kann man FIFA immer zocken. FIFA und GTA geht immer. Sagt es ihm. Sagt es ihm. Da muss was dran sein. Ja, bist der Crash. Nee, das habe ich noch nie gehört zum Beispiel. Izzy sieht ein bisschen aus wie Lewandowski, schreibt Heiko Kolibri. Erstmal schöner Name, Kolibri. Ja. Finde ich aber gar nicht. Finde ich auch nicht, also hast eher was von... Marco Reus, ne? Ja. Nee, aber was sagen die Leute? Oder von Dena. Gibt es irgendwas, was du öfters hörst? Lewandowski, ne? Lewandowski, Marco Reus, Dena, Dima von Außenseiter. Lewandowski hörst du echt oft?
Marco Marin. Das habe ich auch schon öfter gelesen mit Jörn. Mit Marco Marin, ja. Ich habe noch so viele. Also, keine Ahnung. Meinst du Izzy von Izzy? Izzy von Izzy, Izzy von Wildplay, Izzy von die Filmfabrik, Izzy von Kreatur. Meinst du, die schreiben bei den ganzen Leuten auch, ey, du siehst voll aus wie Izzy von Wildplay? Izzy, Wildplay und Co. Der Kommentator sagt das immer, wenn BVB spielt oder so, oh, hier, Lewandowski. Übrigens, Fun Fact. Izzy von Izzy. Ja, sehr gut, können wir mal die nächste, würde ich sagen. Izzy sieht ein bisschen aus wie Tizi. Nein, eigentlich sieht aus, ist ein bisschen wie Tizi. Izzy ist ein bisschen wie Tizi, schreibt. Also vom Verhalten, meinen die? Ja, oder? Ja, das implementieren die ja dadurch, dass alle der Meinung sind, ich bin... Der Halbbruder bist du doch, der Halbbruder von Tizi. Also was heißt, der Meinung sind, ja? Der ist ja auch so. Ist doch so, oder? Sollte erst verheimlicht werden, so, aber... Vielleicht langsam sickert es durch. Oder wir verheimlichen es weiter. Ist halt eine komplizierte Familiengeschichte. Er ist ja gleichzeitig auch der Halbbruder von mir, aber das eine ist väterlicherseits, andere mütterlicherseits. Genau, also Dena und Tizi haben eigentlich nichts miteinander zu tun, aber ich stehe halt dazwischen und deswegen habe ich quasi beide Talente in mir gebündelt und deswegen... Welches Talent? Läuft das alles so klasse. Zuckerfädchen. Ach, guck mal. Phil, aber ist... Oh, ey, guck mal, genau den. Deswegen Izzy mit Y? Mehr von Izzy und Phil. Aber welcher Phil ist gemeint? Wahrscheinlich der andere. Hast du schon mal mit Phil gezockt? Ich hab schon mit beiden Phils gezockt. Unser Trip war trotzdem schön. Ne? Ja, hat Spaß gemacht, ne? Hab ich auch geschrieben, weil ich nochmal mit dir zocken wollte. Also selbst wenn ich nicht gemeint wäre, zocke ich trotzdem gerne mit dir. Ja. Ja, von mir. Machen wir auch Seite trotzdem aus. Mehr dann, ne? Machen das einfach. Du wolltest noch was sagen, gerade habe ich mitbekommen. Ich? Ja. Nein. Nee, sehr gut. Cool, du zockst einfach mehr mit beiden Phils. Ist ein Deal, oder? Mach mal eine Philisi-Show. Jetzt, da waren doch noch welche, oder? Ja, da waren doch noch welche. Wo ist denn der Dena-Kommentar? Dena-Kommentar? Dena! Oh! Ja. Moment. Oh! Mehr Bullshit, Ausrufezeichen 1-1. Wofür steht die 11? Du hast das geschrieben, ne? Wofür steht die 11? Dena? Ich doch nicht. Hey, Dena. Hey, sind doch Zuschauer-Kommentare. No, danke, ne? Ja. Ne, wir haben gesagt, bei mehr als 50 Daumen hoch noch ein 10er extra. Achso, Entschuldigung. Ja. Machst du unter der Folge auch wieder? Na komm. läuft. Das wird rausgeschnitten, ne? Ja. Ja, danke. Freut uns. Ja, danke auch, Dena, dass du geschrieben hast, wer Izzy. Sind wir natürlich. Ich finde das auch wichtig, dass manche Personen hier auch ein bisschen häufiger da sind, weil das ist auch mein persönlicher Geschmack, dass da auch ein bisschen was mehr da sind. Wir sind ja eine Familie. Ja, sehr schön. So, komm, da sind wir durch. War ein anstrengender Tag, ne? Auf jeden Fall. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Ja, wir gehen jetzt alle erstmal nach Hause. Ja. Und zocken. Ausruhen für die nächste GTA-Folge, ne? Ja. Oh, das wird wieder ein Stress, Wahnsinn. 45 Minuten. Jetzt haben wir auch noch den Trevor bei GTA. Da geht's rund. Es wird hart. Ja, freut mich, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben jetzt ganz viele Kommentare kommentiert und ganz viele Blödsinn geredet. Wenn euch gefallen hat, dann setzt doch ein. Like. Boah, das hat jetzt gut gepasst, ne? So. Like. Sehr gut. Und ansonsten, nächster Playtalk, nächsten Sonntag. Bis dann, ciao. Schalte.